Für die Herren den Schimmel hat Heinrich erhalten, auch wenn er ihn darf natürlich nicht behalten, wird sich die Reise damit weitaus angenehmer gestalten und anschließend wird Herrin Stefanie darüber walten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe mich jetzt ein wenig hier in der Gegend umgesehen, habe auch ein paar Leute befragt, um genau zu sein, zwei. Und der Köhler wusste Näheres. Kann ich euch ja nochmal präsentieren. Ja, muss ich hier in der Tat so ein bisschen durchfragen. Genau, hast du das Pferd vorbeikommen sehen? Hast du ein reiterloses Pferd gesehen? Ein Apfelschimmel? Allerdings. Ist hier vorbeigelaufen, flussaufwärts. Distel ist ihm hinterher und noch nicht wieder zurück. Distel? Ein hiesiger Köhler. Nicht der hellste. Wir nennen ihn Distel. Gut, ich danke dir. Mir ist einfach mal stellvertretend für die Sprachausgabe. Eingesprungen, ja. Ne, also ist relativ weit vom Weg abgekommen, der Gaul. Guckt euch das mal an, also hier war unser erster Hinweis. Ja, dann bin ich hier entlang, ne, und hab einfach mal jetzt diese Leute hier befragt, den Köhler. Und ja, da scheint der Gaul zu sein. Also die Aufgabe ist machbar, wenn man sich so ein bisschen... Aber man darf allerdings nicht jeden befragen. Ne? Also manche, die wollen einen auch direkt meucheln. Oder wollen mit einem kämpfen. Na Junge, soll ich singen? Und irgendwelche Wetten abschließen oder sowas. Aber das ja, erste Pferd, also ist ein ordentliches Stück unter gewesen. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zu weilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Nicht welches schon soll wieder? Zeigen? Was ist denn der Typ? Wem fragst du ja, wem fragst du? Die Karte sehen. Ja, kann ich weit sein. Am Bach und irgendwie. Willst du mich noch abwerfen? Ist dieser Distel. Hat auch einen lustigen Namen, wie ich finde. Also ohne Pferd wäre das hier gar nicht machbar gewesen. Sagen wir es mal so, ne? Also, es wird schon vom Spiel so ein bisschen vorausgesetzt, dass man einen Gaul hat. Denn ohne den gestalten sich hier die Laufwege wirklich wahnsinnig lang. Hat man wirklich, also ist man ja tagelang quasi schon gefühlt zumindest unterwegs. Eieiei, Leute. Hammer. Aber cool finde ich ja sowas, ne? Dass man erstmal so ein bisschen. Ja, man bekommt nicht so gleich aufs Auge gedrückt, ne? Wo sich hier irgendwas befindet. Man muss vieles erstmal selbst erkunden und herausfinden. Indem man eben auch die Leute fragt, ne? Ganz normal. Ich meine, das würde ich ja auch in Natura so machen, ne? Also, jeder andere vermutlich auch. Also insofern greift da wieder mal der Realismusgrad des Spiels. Wobei jetzt ja ein kleines Zugeständnis gemacht wurde hinsichtlich... Da ist er doch. Das ist ja das Pferd. Und der Distel passt drauf auf. Hoffentlich rückt er das jetzt auch raus. Und er nimmt uns ab, dass wir das Pferd eigentlich nur zu seinem ursprünglichen Besitzer zurückbringen wollen. Ja. Ich steig mal ab. Jetzt soll mal krapfen und. Das reicht. Ich hab dich gewarnt. Nein, nein, nein. Ey, hallo. Der geht ja trotzdem gleich auf uns jetzt los. Bist du am Arsch? Nicht doch, warum denn? Ich zück mal das Schwert, da hauen die meisten ab. Nö, der nicht. Okay, piek ich ihn mal ein bisschen. Immerhin, der kann gut ausweichen. Ja, das bringt ja auch was, wenn er sich mit den Armen schützt gegen ein Schwert. Hallo? Selbst ein unerfahrener Schwertkämpfer würde da einfach nur durchstechen. Oh Mann, der ist wirklich nicht der Hellste, dass er uns direkt angreift. So eine richtige Vorwarnung hat er uns ja auch nicht gegeben. Also er ist ja danach direkt auf uns los. Aber der kriegt nicht genug. Gut, der Hellste ist es in der Tat nicht. Wenn er hier auf uns losgehen will, wo wir doch ein Schwert haben. No, er hat gesessen. Oh, oh. Boah, da war es ja kurz ein bisschen dunkel geworden. Aber ihr seht ja selbst, was so ein unbewaffneter und mit Leinen bekleideter gegen uns ausrichten kann, ne? Also die haben ja auch unterschiedliche Stufen, nehme ich mal an, die Charaktere. Ich meine, ja,
ist rollenspieltypisch, aber es wird einem hier nicht auf die Nase gebunden. Oh, Schwert wieder mal. Verbessert die Fähigkeit. Ja, wunderbar. Kann man gebrauchen. Ja, Mensch. Da guckst du was. Oh ja, jetzt haben wir ihn mal gut erwischt hier. Kampf, sehr schön. Ja. Wir können es ja nur verbessern dadurch, ne? Was soll's? Ach, ja, da drüben. Okay. Gut, dass du uns das mitteilst. Weg wollt treten, das war jetzt meine Aufgabe eigentlich. Boah. Da stechen wir mal ganz gut eigentlich. Boah, der kann aber auch was ausweichen, der Typ. Ja, da konnte er jetzt nicht mehr ausweichen. Ey, der gibt noch nicht auf, ja? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, aber wenn jemand ein Schwert auf mich losgeht, da würde ich wohl Fersengeld geben, aber vom Feinsten. Da würde ich nicht noch versuchen, mit dem irgendwie einen Faustkampf anzufangen, ja? Hallo? Wie lebensmüde kann man sein? Gut, obwohl der sehr, sehr stark ist. Klar, ihr seht's ja, ne? Und wir die Waffe eigentlich nicht wirklich führen können. Hat er keine Chance gegen uns. Stärke! Yeah, ein Stärkepunkt. Agilität! Oh, super. Können wir alles gebrauchen. Das ist toll. Denn unsere Fähigkeit, ne, wisst ihr ja wahrscheinlich schon oder immer noch. Aber für die Zuschauer, die jetzt das erste Mal einschalten, sage ich es nochmal. Wir werden besser, indem wir unsere Fähigkeiten auch verwenden. Ja, indem wir eben mit dem Schwert kämpfen, werden wir dann irgendwann besser im Schwertkampf. Oh. Gnadenstoß. Ich wollte ihn ja nicht direkt umbringen. Aber gut, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Reden kann er vermutlich auch nicht mehr. Köhler tot. War das jetzt gut? Ich weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall, ja. Hat der einiges dabei, der NPC. Ja, er hätte einen Dolch dabei gehabt, aber den hat er nicht verwendet. Ja, ich nehme mal... Ah, zu viel darf ich auch nicht mitnehmen, ne? Nicht zu schnell überlastet, aber zur Not können wir immer noch was wegschmeißen. Trockenobst, ja. Vielleicht können wir das noch an irgendjemanden verkaufen. Und ich bin nicht überlastet, cool. Ja, geil, jetzt habe ich hier zwei Pferde. Ja. Aber allerdings ist das Lager nicht allzu weit. Naja, das Lager ist schon... Hoffentlich bleibt der Golden hier. Gut, der ist ja markiert, ne? Genau. Okay, dann bringe ich erstmal den Gaul zurück. In der Hoffnung, dass der Schimmel trotzdem hier brav stehen bleibt und nicht geklaut wird. Ich meine, in Wirklichkeit wäre er geklaut worden im Mittelalter, ne? Ist klar, also wenn ein einsames Pferd da mit Sattel sogar herumgestanden hätte, also das wäre dann nicht lange... Hätte nicht lange herumgestanden. Oder wäre nicht lange herumgestanden. Ja. Beides ist übrigens richtig. Kann man beides sagen. Hätte oder wäre. Ja, ach so, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir lang müssen, nicht wahr? Ja, B. Genau. Wir bringen Krapfen zurück. Hat ein bisschen einen eigenwilligen Namen, aber was soll's. Na, das hat sich doch gelohnt, ne? Im Zuge dessen haben wir auch direkt unsere Schwertkampffähigkeiten verbessert. Besser kann es doch nicht laufen. Und das Pferd haben wir auch bekommen. Geil. Richtig cool, Leute. Du hast entdeckt. Uschitzer Wald. Ich dachte, ich bin hier die ganze Zeit im Uschitzer Wald. Okay. Fehlanzeige. Habe ich mich doch geirrt. Verdammt. Oh, hier ist ein schönes Birkenwäldchen. Oh, sieht das alles genial aus, Leute. Na gut. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich das Spiel richtig gut finde. Und die Quests auch, ne? Also die passen halt richtig geil dazu. Sind auch sehr abwechslungsreich. Also, oh, kann man nicht meckern. Oh, hier sind irgendwelche Hütten. Häuser. Sorry, natürlich sind das Häuser. Im mittelalterlichen Böhmen. So sahen die nun mal aus, ne? Wobei die sich dann und wann schon mal wiederholen, ne? Muss man echt sagen. Aber gut, die sind vielleicht auch charakteristisch für die Gegend, ne?
Also in bestimmten Gegenden, meinetwegen, wenn man jetzt nach Thüringen oder so fährt, ne? Oder nach Hessen, ähneln sich die Häuser einfach mal, ne? Also insofern ist das auch realistisch jetzt. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt unrealistisch von wegen Klonhäuser oder so. Nee, nee. Da steht jemand. Was hast du hier zu suchen, du Mistkerl? Weg, weg, weg. Ein Hinterhalt. Gegen drei Leute auf einmal. Nein, mit meiner aktuellen Ausrüstung sollte ich den an... Oh Gott, danach müssen wir ja das ganze Stück laufen, ne? Na gut, vielleicht kriegen wir ein Pferd zum Sonderpreis oder so. Ich will ein eigenes... Obwohl, das müssten wir ja auch wieder stehen lassen, ne? Wäre auch blöd. Aber auf jeden Fall, ohne Pferd können wir einem Hinterhalt nicht so leicht entrinnen. Hier müssen wir lang. Komm, gib Stoff. Schnell im Galopp, da kann uns niemand folgen. Wenn ich nur renne oder so, dann sind die ja mir nur am Hintern. Die Gegner, also, den kann man nicht wirklich entkommen. Das ist irgendwie so ausgelegt vom Spiel, dass man das nicht schaffen soll, nicht schaffen kann. Übrigens wurde, also ich habe diese Folge jetzt an einem Tag später aufgenommen, diese Doppelfolge, wurde just an diesem folgenden Tag wieder ein Patch installiert, also diesmal ein 300 Megabyte Patch, aber der hat wieder einiges verschlimmbessert, würde ich mal sagen, jetzt laden die Texturen wieder nicht nach. Genau, sind wir hier, waren wir hier richtig jetzt? Ja, naja, nee, ein bisschen zu weit. Das geht zu weit. Nee. Irgendwie vom Weg abgekommen. Den anderen Weg müssen wir beschreiten. Bereiten, wie auch immer. ja, ich und Orientierung, ne? Das ist so eine Sache für sich. Ja, sage ich noch, ne? So, 180 Grad Wende. Hier irgendwo muss es sein. Hier war der Fleischer und kurz danach war das doch. Ja, ich brauche immer so eine bestimmten Orientierungspunkte. Dann klappt das auch so halbwegs mit der Orientierung. Genau, nee, nee, nee. Doch, oder? Und dann da abbiegen? Nö. Das war doch hier beim Fleischer, das weiß ich noch. Also direkt gegenüber. Ne? Oder nicht? Mir war so. Aber gut, der hatte auch ein größeres Grundstück. Aha. Ist hier geradeaus, oder was? Moment. Ist das ein Weg? Nee. Das ist eher der Weg hier. Ey. Ja. Ist egal. Hier sind wir richtig. Alles gut. Alles wird gut. So, genau. Da oben ist schon der Pferdehof. Ja, da stehen auch schon die Tierchen. Die netten Reittierchen. Mit dem langen Gesicht und den vier Beinen, ne? Wie wir erfahren haben von dem Willibald. Können wir hier rüberspringen mit dem Gaul? Na, also ist das schnellste Pferd im Stall, ja. So, ja, da kommt er schon an. So, jetzt will ich wenigstens ein Sippchen von... nimmt keine Notiz von uns. Gut, ich habe es auf jeden Fall mitgebracht und es ist eigentlich relativ brav gewesen. Verdammt! Falls den Gegner aus dem Kampf flieht, was, wieso? Stallmeister und holt eine Belohnung. Gut, erstmal gehe ich mal zu Willibald. Vielleicht kriegen wir von dem auch eine Belohnung. Wäre naheliegend, ne? Immerhin haben wir seine Aufgabe erledigt. Ja? Und seinen Hals aus der Schlinge gezogen. Also jetzt nur symbolisch. Ne? Beste Grüße. Gesprochen. Beste Grüße. Ja, Übung. Gespräch beenden. Ja, toll. Ich muss etwas zu essen besorgen. Jo. Langsam knurrt der Magen. So, naja, müssen wir... Können wir nur mit dem Stallmeister verhandeln. Immerhin. Gott sei mit dir. Jo, mit euch auch. Ich habe Krapfen gefahren. Diesen Pferd werde ich nicht fertig. Ich möchte ein Pferd kaufen. Doch. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Ja. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Na? Hier ist deine Belohnung. Wollte gerade sagen. Aber verliert ihr nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Lass mal rüberwachsen, ne?
19 Groschen, so ein Witz. Was war das andere Teil, was wir bekommen haben? Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ich möchte den Schimmel. Nein. Habe ich. Ja, richtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Stufe 2, mir reicht Rosinante. Der Gaul ist für wenig Geld zu haben. Er ist zwar nicht der kräftigste, aber seinem Reiter teuer geben. Ich möchte mal sehen, wie teuer der ist. Wow. Okay, vielleicht ein anderes. Vielleicht ein anderes? Ja gut, jetzt wird es nur teurer. Ich denke drüber nach. Ich. Aber Pferd wie, Don Quixote einst geritten hat, ne? Warum nicht? Das hieß ja auch Rosinante. Wenn ich den jetzt... Jetzt kann ich ihn nicht mehr nehmen, ne? Don Quixote. Wie wird das eigentlich aus? Quixote? Nee, Quixote, ne? So ist gesprochen, glaube ich. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück zu Fuß bewältigen, leider. Oh Mann. Und ich trage zu schwer. Was hat er uns denn damit gegeben, Leute? Ich dachte, nee, alle Nahrung erstmal. Muss mal ein bisschen was essen. Oh, das Boot ist schon ein bisschen verschimmelt. Aber was soll's, danach sind wir auf jeden Fall leichter. Super. Oh. Nee, rennen kann er so gar nicht. Das ist doof. Na, welche Wegelagerer kämen, dann wäre das problematisch. So, nee, irgendwas hat er uns doch gegeben. Was war denn das hier? Schirmling. Gut, der ist schon mal giftig. Den können wir gar nicht nehmen. Aber vielleicht für Alchemie oder so. Oh, wir sind deutlich zu schwer. Hä? Was ist denn da so schwer, was er uns gegeben hat? Ja, die Karten können wir übrigens auch erkunden. Das mache ich auch in einer Folge, denke ich mal. In einer extra Folge nochmal. In dieser Folge noch nicht. Irgendwas hat er uns gegeben, aber ich weiß nicht, was. Schlappen? Nee. Die kannst du rauswerfen, oder? Oh, sind die schwer? Nee, die sind nicht schwer. Naja, immerhin 2 Kilo. Ja. Schnaps. Das ist eh geklaut. Das können wir nur bei unseren Müllern des Vertrauens loswerden. Okay. Trinkwasser ist relativ leer. Also alles, was. Diese Verbrauchsgüter sind sehr leicht. Ich weiß nicht, Leute, was er uns gegeben hat. Für Wojciech, genau, die müssen wir abgeben. Ja, dadurch sind wir allein schon. Ah, hier Schabracke. Was bringt denn was bringt denn das? Info. Gucken. Die Schabracke ist eine Zierdecke für das Pferd. Ach so, die Aufstellung der Zuhörer des Reiters. Also eine gesellschaftliche Stellung gibt. Oh, das brauchen wir. Nee, das Ding brauchen wir. Ja, das kann ich nicht mal eben so verscherbeln. Sollte ich zumindest nicht. So, den haben wir aber angelegt, den Gamse, ne? Ja. Roter, verzierter Wappenrock. Ja. Was können wir noch loswerden, Leute? Irgendwelche Rüstungen, die wir nicht brauchen. Edle Schuhe, na, die tragen wir ja. Langes Leinengewand, ja. Ja, ich muss halt dann sowas halt loswerden. Das heißt, Leinen Google. Die will ich nicht tragen. Fallen lassen, X. Oh, immer noch, ist zu schwer. Wie gewonnen sozusagen. Muss den Mist loswerden. Rote Beinlinge, ja. Immer noch nicht. Den Kapuzenschal. Komm. Brauche ich nicht mehr. So, die sind wir leichter. Ah, die hat er nur. Oh, hat er schön gefaltet und so, ne? Fein säuberlich auf einen Stapel gelegt. Wunderbar. Na, Auftrag erfüllt. Und ein bisschen wenig Geld bekommen, finde ich. Also für so. Also wenn man jetzt in Betracht zieht, ne? Dass selbst das billigste Pferd von dem Pferdehändler so viel wert ist. Also da hätte ich mir wirklich mehr erwartet. Mehr Dankbarkeit auch vor allen Dingen, ne?
Ich bin immer noch über... Hey, wieso bin ich denn immer noch überlastet? Ach, ich kann... Hä? Aus irgendwelchen Gründen kann ich jetzt nicht mehr so schwer tragen. Achso, weil ich vergiftet bin, vermute ich mal. Oh, der Vergiftungsgrad ist relativ hoch. Mhm. Analog dazu sinkt dann auch unsere Lebensanzeige so ein bisschen, peu à peu, oder wie ist das zu verstehen, so sukzessive? Ja, sieht so aus, ja. Medizin? Habe ich irgendwas? Ringelblumenaufguss, das will ich nicht. Kann ich nur anwenden. Ritterschnaps, ja, nee. Habe ich schon einmal unnötig verschwendet. Schnaps. Süßer Pfannkuchen, ne, da wird unser Vergiftungsgrad, da vielleicht mal was trinken. Nö. Ist auch nicht so viel gebracht. Irgendwie dauert das länger, dieser. Na gut, sonst hatten wir ja immer. Ah doch, das lässt aber nach, ne? Wie es jetzt aussah. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Vieh ist. Vielleicht können wir uns ja auch hinbeamen. Gott, wo war denn das? Ah. Nee. Nee. Hier, C war das, genau. C. Na geil. Nee. Hier ist nicht wirklich was zum Beamen. Ich will mich dahin beamen, verdammt. Na mein, können wir jetzt querfeld einlatschen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, an der Stelle schneide ich dann kurz. Und dann sehen wir uns so gleich wieder, ne? Bis gleich. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin endlich wieder an dem Schimmel angelangt hier. Hoffentlich hat er nicht schon Schimmel angesetzt. So, und jetzt würde ich mal sagen... Soll ich singen? Oh, nicht doch. Nee, nee, nee. Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Und ey, früher, später schmeißt du... Ja, hat er aufgehört. Schmeißt uns das Pferd wirklich ab. So, jetzt würde ich mal sagen, geht es erstmal Richtung, genau, Müller Wojcik, ja, gleich den nächsten Weg, der, ne, der nach links führt und weiter. So, so eine Frage, ist jetzt gar kein Weg. okay, ich hoffe mal, hier ist irgendwo ein Weg, weil das kann sehr tödlich enden, wenn man... Denn vom Weg mal abkommt und es zu steil wird, dann wirft einen das Pferd doch ganz gerne mal kopfüber. Ja. Alles schon passiert, Leute. Mir zum Glück noch nicht. Oh, oh, oh.